So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Ausgepackt hier aus dem Hause Modellbau König in dem Horst eurer Modellbau-Hauptstadt des Vertrauens. Und heute habe ich nach wirklich langer Zeit mal wieder einen Bausatz von Ryfield Modell hier neben mir stehen. Der kleine Freund hier. Und zwar haben wir hier unter der Nummer RFM 5090 im Maßstab 1:35 das Joint Light Tactical Vehicle, kurz JLTV abgekürzt, von der Firma Oshkosh. Die haben das hergestellt und der kleine Racker hier, der soll so teilweise die HMMVs ersetzen. Nicht alle, aber die sind ja auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen und dafür ist es als Kampfaufklärungsfahrzeug und so weiter gedacht. So, enthalten haben wir hier 6 Spritzlinge plus ganz viel separate Bauteile wie die Kabine, hinten verdeckt, dies, das, jenes, das zeige ich euch dann gleich alles. Wir haben Vinylcaps, wir haben Ätzteile, 3 Drehdruckteil ist auch dabei. Dann sind Vinylreifen mit vorhanden, Klarsichtteile, na klar, 25 Baustufen, 2 Deckel- und Bemalvorschläge und das Ganze zu einem Preis von knapp unter 60 Euro. Und ich würde einfach sagen, wir stellen mal den Bausatz hier weg und kommen dann zur Anleitung. So, und da sind wir in letzter Zeit. Mit Ryfield, mit der Anleitung ist ein bisschen komisch, ein bisschen merkwürdig. Hier wurde zum Beispiel vergessen, den Deckel bzw. den Bogen hier für die Farbmarkierung beizulegen. Haben wir bei uns im Produkt als PDF frei runterladbar. Für alle, die das nicht bei sich in der Verpackung haben, also gerne mal nachgucken, kann sich bei uns runtergeladen werden. Unter diesem Artikel hier, das mal eben vorweg. So, ja. Kommen wir zur eigentlichen Anleitung. Da kann man hier schön das Deckelbild nochmal sehen. Dann hier die Piktogramme, die dann natürlich erklären, was man tun und lassen soll, damit man das Fahrzeug möglichst einfach und dann gut zusammenkriegt. Die Hinweise in Englisch und Chinesisch kurz zusammengefasst. Nicht die Finger abschneiden, ab und zu mal lüften, ausstehen, eine rauchen und so weiter und so fort. Ne, alle diese Sachen. So, und dann starten wir ganz traditionell mit der Teilübersicht hier. Und man kann schon sehen, in Bunt und in Farbe, das freut den Herr Schiller immer, weil das Ganze immer ein bisschen gefälliger, meiner Meinung nach, rüberkommt. Sieht man auch hier, da sind wir schon beim beziehungsweise bei den Sitzen und da haben wir jede Menge Ätzteile. Das gebe ich gleich mit dazu. Wir haben hier ein relativ, naja, ich sag mal, einen mittelgroßen Ätzteilbogen und da sollte man keine Sorge oder keine Angst vor haben, weil, wie man sehen kann, doch einige Ätzteile ins Land gehen. Da sollte man schon ein bisschen mit umgehen können, weil dieses Fahrzeug, so groß oder so klein das auch immer ist, sind doch jede Menge Details. Ihr seht das hier gleich bei der ganzen Anleitung, bei diesen ganzen Bauteilen. So, und um das halt wirklich jedes Detail dann auch schön vorbildgetreu dann wiederzugeben. So, weiter geht's im Text. Jede Menge Nassschiebebilder auch hier für das ganze Instrumentenfeld, für die ganzen Sachen, die hier so sind. Dann hier das kleine Ricardo Sportlenkrad. Nein, natürlich Spaß beiseite. Da haben wir das Lenkrad, da kommen die Sitze. Das wird das hier alles zu ergänzt. Das müsst ihr natürlich, ich möchte mal sagen, bis Stufe 5 oder 4 hier dann schon bemalen, weil in Stufe 5 kommt dann auch schon das Oberteil. So, und dann spreche ich aus eigener Erfahrung, ist mit der Bemalung da drin relativ essig, deswegen würde ich mir vorher schon ein bisschen Gedanken machen, wie das Ganze so vonstatten geht. So, nicht wundern, ich habe hier ein bisschen blaue Finger. Keine Sorge, ich habe keinen Geldtransporter mit markierten Scheinen überfallen. Ich bin auf die tolle Idee gekommen, ohne Handschuhe den Amo auf Mick Kleber von einem Glas ins andere zu kippen. Der färbt super, also nicht nur am Modell, sondern auch jetzt auf meinem Arbeitsplatz und natürlich hier an den Fingern. So, wie eben schon erwähnt, von der Stufe 4 bis 5, dann hier die 6, da werden die ganzen Sachen ergänzt. Das kann man hier sehr schön sehen und nachvollziehen. So, und dann beschäftigen wir uns mit dem ganzen Unterbau. So, und da das ja nun wirklich ein hochmobiles Fahrzeug für alles Gelände ist, haben wir hier natürlich dementsprechend auch einen sehr komplexen Aufbau von diesen ganzen Federungen und so weiter und so fort. Das trägt hier natürlich dann alles, ja, seine Rechnung. Wird dann hier auch alles entsprechend ergänzt. Das hier würde ich dann, wie gesagt, bemalt und dann die abkleben, sodass da keine Probleme irgendwie ins Land gehen, dass da nichts irgendwie passiert und dann sollte das passen. So, und die Bauteile, die habe ich ja schon erwähnt, das kommt dann extra, das ist hinten die Ladefläche, da haben wir dankenswerterweise, haben wir da ja so eine Art Plane, die gucken wir uns natürlich gleich auch noch an. Sieht richtig ganz nett gemacht aus, also muss ich schon sagen, weil, da haben wir schon ganz andere Sachen gesehen und die werden die Anleitung auch immer nochmal
ich sag mal, untermalt durch 3D-Zeichnungen hier, damit man dann auch sehen könnte, wo das Teil X, also Y26 jeweils dann angebaut werden muss. So. Auch hier das immer ganz nett, dieses Rote hier, das muss jetzt nicht entweder, also nicht irgendwie rausgeschnitten werden, sondern tatsächlich ist es da so gedacht, dass man das denn hier raufklebt, dass das hier frei ist, und da sieht man auch, dass die Türen gepanzert sind, damit die ja, Insassen da natürlich möglichst gut geschützt sind. So, wächst und gedeiht, kann man hier sehr schön sehen. Ist wirklich sehr komplex aufgebaut. Es sind wirklich viele, viele, viele Teile. Deswegen, man mag das gar nicht meinen, dass wir ein relativ kleines Fahrzeug haben. Doch mit so vielen Teilen, und daraus resultiert dann natürlich auch dann ein wenig bisschen der Preis. So, die Waffenstation darf natürlich bei den Amis nicht fehlen. Die kommt jetzt hier zur Geltung, Antennen und so weiter und so fort. Und hier finde ich das einen ganz netten Service. Hier haben wir nämlich in 1:1 für die Scheiben zum Abkleben. Das kann man sich hier zuschneiden. Hier sind die 1:1 Sachen dafür. Noch besser wäre es natürlich gewesen, wenn wir diese Abdeckfolien gleich mitgeliefert bekommen hätten. Aber ein netter Service ist das halt, dass der Hersteller daran schon mal gedacht hat und man die dementsprechend selber anfertigen kann. So, und wie ihr seht, hier die beiden Seiten, waren wir ganz erstaunt, dass das da tatsächlich nicht drin ist. Hier haben wir das in die uns vorhandenen schon reingelegt, wenn etwas vorher ausgeliefert werden sollte. Wie gesagt, bei Modellbau König könnt ihr das runterladen unter der FM 5090. Zwei Deckel-Varianten bzw. Bemal-Varianten haben wir hier. Eine in Dreifarbtarnung, kann man sehr schön sehen. Und dann hier eine in Wüstentarnung. Das einmal dazu gesagt. Hier eine kleine Erklärung, was dabei ist. Leider, leider nur die Farben, die C-Farben von Mr. Hobby. Aber das war ja bei den anderen Bausätzen auch schon. Ich vermute mal, dass die Zusammenarbeit mit Armor of Mick oder mit anderen dann entsprechend ja, eingestellt worden ist, da wir da wirklich die letzten Bausätze schon nichts mehr gesehen haben. So, ihr seht, wie gesagt, relativ kleines Modell. Fahrzeug von der Größe her, aber wirklich gut gefüllt hier der Bausatzkarton. Da sind natürlich die ganzen Umkartons, die ganzen Sachen weg. Die habe ich euch schon mal entfernt. Und wir wollen uns natürlich dann hier mal die einzelnen Spritzlinge angucken. Wir fangen hier mit der Unterbodengruppe an und vorne auch der Motorhaube. So, und da gucken wir uns mal diese schönen Schmankerl an, die richtig gut gemacht sind. Hier ist die Auspuffanlage, so, und das zeige ich auch gleich nochmal in der Detailaufnahme, ist richtig schön umgesetzt worden, weil das Ganze genau ist hohlgegossen, kann man hier sehr schön sehen. Ansonsten, man könnte die Motorhaube auch offen darstellen, da müsste man sich ein ganz bisschen hier um die ja, Auswerfermarken kümmern, aber das ist wirklich nur vonnöten, wenn man das Ganze offen darstellen möchte. So, Detaillierung und Details hier allen Ordens, sieht richtig schnuckelig und schnickele aus hier das Ganze. Gucken wir uns diese Unterbodengruppe hier einmal an, und auch hier Details, Gravuren, Nieten und so weiter und so fort, wohin das Auge reicht. Dann haben wir ja hier diese berühmten Auswerfermarken, diese kleinen Ständchen hier, aber die sind, wie gesagt, wie in anderen Bausätzen schon gezeigt, relativ schnell entfernt. Dann ist das Ganze hier wieder im Slide-Mold-Verfahren gegossen. Ich biege das extra mal so hoch, damit man sich das von vorne mal angucken kann, damit man das einfach mal wirken kann. So, und auch hier Sachen wie dieses Federpaket hier sind dort schön dargestellt. Ich gehe noch mal ein Stückchen näher ran, damit man das schön sehen kann. Also von der Detaillierung hat da die Firma absolut und überhaupt nicht nachgelassen. So, der Spritzling C, den hätten wir zweimal, Vorder- und Rückseite, wo dann Teile von den Sitzen dabei sind. Wir haben aber auch Teile hier von den Felgen. Kann man sehr schön sehen. Die Kleinteiligkeit geht meiner Meinung nach, um das überhaupt darstellen zu können, müssen wir dann natürlich ein bisschen kleiner werden, um diese ganzen Details auch irgendwie in das Modell mit reinzukriegen und nicht wie zum Beispiel einem anderen, ich sage mal, asiatischen Hersteller, das alles als ein Bauteil anzugießen und dementsprechend, ja, ich sag mal, einige Details dann irgendwie unter den Tisch fallen zu lassen. Also von der Komplexität, von der Aufwendung würde ich schon sagen, dass sich das hier an Modellbauer richtet, die schon das ein oder andere Modell gebaut haben, die ja schon ein bisschen Erfahrung und
Leidensfähigkeit möchte ich jetzt nicht nennen oder nicht sagen, aber die hier wirklich schon einen kleinen Hang dazu haben, ein paar Kleinteile dementsprechend dann auch anbauen und nicht sagen, boah, das sind viele Teile, da habe ich gar keinen Bock drauf. Gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sich einen teuren Bausatz kauft, sich darauf freut und dann ja ein bisschen demotiviert wird, weil es wirklich kleine, viele Teile sind, weil was in die Hose geht. Dazu kann ich euch immer empfehlen, guckt unsere Bauvideos, guckt euch die Sachen an, wie wir da Sachen meistern, wie wir das umschiffen und natürlich, wie wir euch da Tipps geben, damit der nächste Bau dann auch denn der bessere wird, beziehungsweise wo man was lernen und sich verbessern kann. So, lernen und verbessern haben wir hier auch, und zwar die schönen Details, die wirklich sehr detailreich hier daherkommen. Kann ich mich gar nicht genug loben, beziehungsweise den Hersteller, natürlich nicht mich, ich habe da ja nichts mit zu kriegen, aber es ist immer eine schöne Sache. Da gucke ich gerade. Nein, das ist ein Detail. Ich dachte erst, das wäre eine Sinkstelle, aber tatsächlich gehört es damit so dazu. Und wenn hier so schöne Details sind, finde ich das immer besonders erwähnenswert, die Sachen hier hervorzuheben, sich das Ganze anzugucken und ja, das auch dann so dann im Raum stehen zu lassen. Bei diesem Spritzling haben wir relativ viele Teile, die man dann auch von innen sieht. Dementsprechend ist dann auch von innen eine Detaillierung hier vorhanden, wie man das unlängst schön erkennen kann. Das ist natürlich das Schöne, wenn wir ein offenes Fahrzeug haben, wie in diesem Fall ein hochmobiles Fahrzeug, dass da relativ viele Sachen dann auch von außen einsehbar sind. So, Slide-Mult gegossen haben wir hier wirklich ganz viel, gerade an dieser Ecke. Die Munitionsanzuführung haben wir hier. Wir haben hier das Kaliber 50, was ja wirklich schon seit Dekaden seinen Dienst zuverlässig bei der US Army und befreundeten Armeen dann auch seinen Dienst tut. So, größer oder einer der größeren Spritzlinge haben wir hier mit A. So, und da kommt, ich möchte mal sagen, die geballte Kompetenz wirklich zum Tragen, wenn man sich diese ganzen Details, die erhabenen, die, ich sag mal, versunkenen, also die etwas abgesetzten Konturen anguckt, die ganzen Sachen hier, das ist richtig, richtig schnieke, gefällt mir richtig gut, auch wenn das absolut nicht mein Genre ist, denke ich mal, kann man meine Begeisterung so ein bisschen daraus hören von diesen schön gemachten Details, die wir von diesem Fahrzeug hier ja erwarten dürfen. So, und wie gesagt, wenn ihr die Türen offen darstellt, dann ist natürlich noch ein bisschen mehr zu sehen. Dann gibt es dann natürlich noch mehr ja auf die Augen, als wenn das Fahrzeug dann dementsprechend im geschlossenen Zustand zu sehen ist. Aber naja. Die Möglichkeit ist da, kann jeder so entscheiden, wie er möchte, wie es ins, entschuldigt bitte, wie das ins jeweilige Konzept dann reinpasst. So, und größer dürfen die Spritzlinge auch nicht werden. Da reichen nämlich sonst meine Arme langsam nicht mehr aus. So, und auch hier eine Vielzahl von Bauteilen, die in Slide-Mult gegossen worden ist. Wer nicht weiß, was das ist, ist relativ einfach erklärt. Mache ich gleich mal, wenn ich hier fertig bin. Hier einmal die Rückseite. Die Auswerfermarken hier, die können uns egal sein, weil da werden ja denn die Bauteile gegengeklebt, wie ich das in der Anleitung ja schon gezeigt habe. So, wir haben ja Slide-Mult. Das heißt, dass wir zwei Formen haben. Normalerweise ist das so, die hängen starr aneinander. Dann ist hier eine Öffnung oder auch mehrere. Da wird dann der heiße Kunststoff eingespritzt, bisschen abgekühlt, ausgeschmissen, das nächste. Sonst Slide-Mult heißt, dass diese Formen beweglich sind, dass man dann dementsprechend dann auch von oben, von unten und nicht nur von vorne und hinten die Details dann aufbringen kann. Eine relativ altbekannte Sache für den Plastikmodellbaubereich ist die ein bisschen neuer. Ich glaube, die Firma Dragon, die hat da mal mit angefangen. Letzter großer Spritzling, den wir hier haben. So, und hier wird es nochmal relativ kleinteilig. Hier sind sehr viele Anbauteile, aber auch hinten für das Heck und so weiter und so fort. Stoßdämpfer und der Spritzling B, den wollen wir uns natürlich hier auch mal schön zu Gemüte führen. So, und wie gesagt, die Details bin ich immer ein riesengroßer Freund von, sind richtig, richtig gut gemacht. Gucken wir uns das hier mal an. Achtung, bitte hier bei diesen Bauteilen, die hier relativ filigran zusammenlaufen, da empfehle ich euch hochwertiges Werkzeug zum Schneiden bzw. zum Abkneifen. Und es gibt Firmen, die
oder ich sag mal Seitenschneider, da spart man ein bisschen am Geld. Die quetschen das eher ab. Da sind dann die Gefahr, dass es irgendwelche Brüche geben könnte, dann weitaus höher, als wenn ihr dann höherwertigen Seitenschneider habt, die die Bauteile dann entsprechend auch richtig abschneiden. So, aber das predige ich ja nicht erst seit gestern, sollte dem geneigten Zuschauer hier ja schon ein bisschen bekannt sein. So, Spritzling B haben wir auch abgefrühstückt. Dann kommen die Klarsichtteile, die richtig gut hervorragend gemacht wird. Also da ist Ryfield, was das angeht, wirklich ganz weit mit da vorne. Auch, und ich zeige es mal, was ich meine. Ich kipp's mal so ein bisschen, dass man es hier vielleicht sehen kann. Ihr seht, dass die, ja, ich sag mal, diese schusssicheren Gläser, dass sie relativ dick sind. Und das ist jetzt auch volle Absicht, weil diese Gläser ja dementsprechend auch so stark dargestellt werden muss, damit man den entsprechenden Maßstabseffekt dann zu 1 zu 1 dann auch hier irgendwie berücksichtigen kann. Von der Qualität ist das richtig gut. Das sind keine Kratzer, glasklar, diese ganzen Sachen. Manchmal waren die ja grün eingefärbt. Ich denke mal, das passt. So ein ganz bisschen bricht sich das Licht. Ich hoffe, dass man das hier irgendwie da reinkriegt. Und ich finde, das kommt dem Original von dem, was ich auf Bildern gesehen habe, schon sehr nahe. Hier haben wir Vinylreifen, die von Werk aus mitgeliefert werden. Das ist natürlich immer eine Kostenfrage. Man kann das Ganze auch in Resin kaufen von Zubehörherstellern da seiner Wahl. Aber da muss man sich auch im Klaren sein, dass diese Vinylreifen wesentlich günstiger sind, als wenn ihr dann zum Beispiel das Ganze aus ja, Resin nimmt. Da ist man dann bei der Größe bestimmt mit 20 25 € dabei. So, ich hoffe, dass das hier ein bisschen reinkommt, dass man das sehen kann. Die Herstelleraufdrucke, diese ja, Wandreifen, also die sind schon richtig schön gemacht. Es ist da alles drauf. Man kann sie so verwenden. Ich würde sie so nehmen, weil, wie gesagt, von der Detaillierung her ist das richtig, richtig tippitoppi. So, Rückseite ist genauso hübsch, kann auch entzücken. Profil passt, das ist alles schön. Wie gesagt, Alternativen gibt es von diversen Herstellern, ich glaube Dev-Modell und so weiter. Die hätten die im Angebot, beziehungsweise macht Ryfield auch ganz viel Zubehör dazu. Selber immer noch, um dann nochmal ein bisschen was für den geneigten Modellbauer, der sagt, ich hätte gern noch ein bisschen mehr extra, dementsprechend das auch bedienen zu können. So, vorhin habe ich euch auch noch den Mund wässrig gemacht mit Bauteilen, die separat daherkommen. Die hätten wir dann hier. Die zeige ich euch gleich mal so nach und nach. Das sind auch der mittelgroße Etzelbogen und hier das 3D-Druckteil, was da nicht raus will. Aber wo ein Wille ist, ist ja auch ein Gebüsch. So, zack. Gut, fangen wir erstmal mit dem größten Bauteil an, würde ich einfach mal so sagen. Ich nehme mal hier wieder meine Hilfe. So, und wenn man sich das anguckt, richtig, richtig gut. Also das in einem Bauteil so herzustellen, das wäre vor wenigen Jahren, möchte ich es mal sagen, noch unmöglich gewesen. Ist richtig, richtig gut gemacht hier. Und wenn man sich die Qualitäten anguckt, also richtig tippitoppi. Ne? So, und das Einzige, was hier noch praktisch nachgearbeitet werden müsste, das ist dann hier dieses der Spritzling, der dann noch drin ist. Der müsste dann ja entfernt werden, ein bisschen plan geschliffen werden. Aber das kann man natürlich für diese Qualität hier hervorragend in Kauf nehmen. Und dafür gibt es wirklich schon mal einen Daumen nach oben. So, dann hätten wir hier auch das ja, Heckteil, die kleine Ladefläche. Sieht genauso gut aus eben wie das andere Bauteil. Auch das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. So, und ich fange jetzt hier mal mit den Seiten an. Und auch da ist jedes Detail, jeder Niet wirklich zu sehen. Einzig und allein ist hier ein kleines ja, Auswerfermärkchen. Das müsste einmal entfernt werden, sollte aber wirklich von jedem zu schaffen sein, sollte machbar sein. Ist jetzt wirklich kein großes Hexenwerk. So, dann gucken wir uns das einmal von hinten an. Da kommen dann natürlich noch die ganzen Anbauteile. Aber auch das weiß wirklich zu gefallen. Dann drehe ich das doch gerne einmal um hier. So. So, auch schick hier.
Ja, also da kann man natürlich wirklich richtig, richtig schnieke gucken. So, dann haben wir das Bauteil hier noch, kommt auch mit hinten, wenn ich jetzt richtig aufgepasst habe. Und hier schließt sich das natürlich auch an. Auch richtig schick. Das gefällt mir auch richtig, richtig gut. Ja, von hinten, ich zeige es eben nochmal, da bin ich eben ein bisschen schnell gewesen. So, da ist jetzt nichts groß zu sehen. Ne? Denn die Seitenteile, die sollte ich vielleicht nicht unterschlagen. Die haben nämlich auch eine sehr schöne Detaillierung. Ja, dann haben wir hier hinten, das müsste so passen. Boah, guck mal. Also wirklich, habt ihr das eben gesehen und gehört? Ich hoffe, ich krieg's es nochmal so hin. Na, jetzt natürlich nicht. Ach, hier, zack. Also wirklich. Wie Popo auf Eimer. Wie geil ist das denn? Also es passt da so rauf, so, selbst mit dem Angussteil hier, also Schmackofatz, besser geht's nicht. So, habe ich ja vorhin schon gelobt. Zeige ich aber gerne hier nochmal. Man kann das natürlich offen und geschlossen darstellen, aber ich möchte mal sagen, es wäre ja fast ein Frevel, das Ganze nicht geschlossen hier darzustellen, weil diese schöne Plane hier, die ist richtig Plastikbraun und guckt euch das mal an. Das ist richtig toll. Das kann kein Zubehörhersteller besser herstellen. Naja, und dann wisst ihr ja natürlich auch, wo der Frosch die Locken hat, nämlich hier an diesen schönen Bauteilen. Ja, ein Teil haben wir hier noch. So, in 3D-Druck. Auch das scheint bei den Großserienherstellern Einzug zu halten. Muss dann natürlich immer von den Supports, das sind diese kleinen, ja, ich möchte sie mal sagen, Angusspunkte, sind es ja nicht von diesen Druckpunkten, wo das Ganze gehalten wird, vorsichtig ja, abgeknipst werden, ein bisschen nachgereinigt werden. Dann haben wir hier ja, unter Weichvinyl für die Reifen. Scheint nicht tot zu sein. Da hat ja Tamiya mal irgendwann angefangen, vor ganz vielen Jahrzehnten, vor ganz vielen Dekaden. Und die Dinger sind einfach nicht wegzukriegen. Und dass sie wirklich Weichvinyl sind, seht ihr hier. Also das, ja. Gut, dann, was bleibt am Ende des Tages noch übrig? Da haben wir hier den Ätzteilbogen. Finde ich recht ergiebig für den, ja. Ich sage immer kleines Fahrzeug, aber das ist eigentlich gar nicht richtig, weil dieses kleine Fahrzeug ist besser detailliert als so mancher Panzer in 35 von anderen Herstellern. So, und hier seht ihr die kleinen Bauteile. Hier dieses Lüftergitter, ihr seht das, das ist wirklich schön ganz feingliedrig gemacht worden. Da ist das einzige Problem, würde ich sagen, dass das vernünftig angeklebt werden muss. Ich persönlich. Oder so handhabe ich das immer. Ich schleife Ätzteile mit ganz feinem Schleifpapier an. Umso besser hält die Farbe, der Kleber und alles andere auch. Bring das dann vorsichtig mit dem Zahnstocher den Sekundenkleber auf. Habe das natürlich dann vorher schon abgemacht. Diese kleinen Angüsse bzw. diese kleinen Haltepunkte dann entfernt. Und dann klebe ich das auf. Sollte das mal nicht funktionieren, es macht nichts, wenn ihr das Ganze einmal mit einem Feuerzeug den Sekundenkleber abfackelt. Bitte aufpassen, dass ihr euch nicht abfackelt, verbrennt oder verbrüht. Das ist immer ganz wichtig. Safety first heißt es ja nicht umsonst. Aber dann sollte das gar kein Problem sein und Ätzteile sollten dann auch wirklich gut anzubringen sein. So, dann haben wir hier einen kleinen, aber feinen Abziehbilderbogen mit ganz vielen technischen Hinweisen, mit ganz vielen wirklich super fein gedruckten Details. Ihr seht das hier, also das ist richtig schick gemacht. Da holen wir mal aus der Detailkamera raus, was wir da so rausholen können. Ein absolut fein gedruckter Bogen mit Abziehbildern, der diesen schönen Bausatz da komplettiert. So, dann sind wir schon durch mit diesem kleinen, aber im Detail großen Modell. Ich kann gerne nochmal das hier einmal in die Kamera halten, damit man das hier nochmal sehen kann, was denn da so dabei ist. Ein Anfassen entfällt ja, aber ich hole das gerne für euch einmal nach, damit wir uns das angucken. So, für den Preis ist natürlich oder was heißt natürlich, ist schon ein bisschen höherpreisig, aber der Gegenwert, den ihr davon oder dafür erhaltet, ist meines Erachtens gerechtfertigt. Ihr habt hier ein, ich möchte mal nennen, Multimedia-Kit, ein Resin-Teil, Ätzteile sind dabei, Vinylreifen sind dabei, zwei, denke ich mal, interessante und brauchbare Deckelvarianten. Dann haben wir wirklich feinstes Kunststoff, was da euch angeboten wird. Dann ja, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns gerne, gerne beim nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund, ihr Lieben, und macht's gut, euer Christian von MBK.